So, servus zusammen. Erste Vlog hat euch ja allen recht gut gefallen. Also direkt mal den zweiten heute. Der Traktor lief am Sonntag dann wieder. Wir haben eben alle Leitungen soweit entlüftet. Das war eine Sache von einer halben Stunde. Dann lief er tatsächlich wieder. Da steht er. Jetzt habe ich hier gerade die Gasse freigeschnitten. Hier hinten, hier ist ein Bach. Jetzt habe ich die Äste hier ein bisschen, das war schon ein bisschen ausgefahren am Bachbett. Jetzt habe ich da eben die Äste hingelegt zum drüber fahren, damit man das nicht noch mehr kaputt macht. Genau dahinter schafft mein Kumpel, Freund, Mitarbeiter. Den stelle ich euch vielleicht nachher noch vor, wenn er Bock hat. Genau. Heute ein bisschen Fichte, Totholz und Windbruch. Dahinter ist eine große, wo der Gipfel abgebrochen ist. Genau, das machen wir jetzt mal für die nächsten 2-3 Stunden und dann geht es weiter im Gemeindewald. Bis dahin, ciao. So, nächste Runde, ich hoffe, mich versteht man. Mein Kumpel und Kollege, ein bisschen am Ausrasten noch. Ich möchte anmerken, wir sind natürlich keine Vollprofis. Wir haben das nicht gelernt. Also, das gibt außerdem eh Brennholz, das muss jetzt nicht so genau sein. Also, ja, bitte um Nachsicht, was das angeht. Ja, jetzt tun wir da die... So, vorher war es doch ein wenig arg laut. Mit der Säge direkt neben dran am Asten. Ja, jetzt haben wir den da Hanne noch. Den Hänger, den lassen wir. Der ist noch schön grün. Der wird auch nicht braun oder rostbraun. Ja klar, die erst wo abgebrochen sind, natürlich schon. Aber den lassen wir mal. Und jetzt tun wir den um. Da ist der Weg, auch wenn man nicht sieht. Da steht auf jeden Fall der Traktor. Dass halt die Äste auf den Weg drauf fliegen, dann hat man da schon ein wenig eine Möglichkeit zum drauf fahren. Auf den Äste, weil das ist ein wenig nass, da haben wir das Ganze. Genau, in dem Fall bis später. So, weiter geht's. Tut mir leid, ich habe heute Morgen nicht so viel Zeit gehabt, um da mordsmäßig filmen. Es musste ein wenig schnell gehen. Ich wollte euch bloß mal zeigen, ich bin jetzt wieder im Gemeindewald unterwegs. Hier, schöne Tanne, Sturmschade auch wieder. Und jetzt wieder das Thema mit Bodenschonung. Zeige ich euch mal. Weiß nicht, man sieht es jetzt hier jetzt so richtig. Doch, hier. Hier sieht man, wie nass das ist. Hier auch. Da bin ich vorher gefahren. Sieht man ja. So. Da siehst du aber morgen, übermorgen nicht mehr, dass da einer gefahren ist. Ist halt einfach eine schöne, leichte Maschine. Klar. Sechsradmaschine mit Bigfoot-Reifen drauf, siehst du da auch nicht, dass sie gefahren ist. Wegen einem Baum schon zweimal nicht. Aber man kann auch mit solchen Maschinen ohne Breitreifen, gerade eben durch das geringe Gewicht, bodenschonend fahren. So, jetzt tun wir das auf den Polter, dann müssen wir nachher noch einen Hänger dahinter runterziehen, den ausasten. Und dann geht's weiter. Bis dahin, ciao. So, guten Morgen miteinander. Ich muss mich entschuldigen, in die vorigen Aufnahmen, wo ihr schon gesehen habt, sind gestern entstanden, das war Freitag nach dem Vatertag. Da habe ich irgendwie Stress gehabt, bin ich nicht so zum Aufnehmen gekommen. Deswegen gibt es von dem Tag auch nicht so viel zum Säen. Also Update, kurze kleine Baustelle abgeschlossen. Dabei ist leider mein Kanister hops gegangen. Das kommt halt davon, wenn man das Zeug nicht wegräumt, bevor man einen Baum fällt. Oder man meint, der fliegt woanders nach. Naja, es war aber wenigstens kein Mensch, der drunter gestanden ist, also von dem her alles halb so wild. Ja, und dann im Gemeindewald fast fertig geworden, ist mir Zeit ausgegangen, deswegen gestern fast nichts gefilmt auch. Das mache ich jetzt heute, das sind nur 3 Bäume. Genau, und jetzt sind wir hier beim Bauer unterwegs. Das ist keine Frucht, das ist ein Blühacker, also das ist jetzt so wild. Da kommt mein bester Holzmacher, der Markus.
Der macht jetzt schon 25 Jahre Holz im Nebenerwerb. Und ich behaupte mal, dass er es relativ gut kann. Er selber meinte immer, ja, geht schon. Aber doch, der hat schon drauf. Genau, jetzt tun wir da ein bisschen Esche und so nixige Birke machen. Genau. Das ist jetzt heute mal die heutige Aufgabe. Und dann tun wir das rücken. Genau. Das ist mal der Plan für heute. Ja, der Markus, der hat jetzt bloß Sachen von Aspen an. Das ist jetzt keine Werbung. Die Sachen sind aber laut seiner Aussage sehr gut. Auch die Schuhe sind von Aspen. Die vertreiben jetzt neuerdings eben Klamotten und Schuhe. Und er ist sehr zufrieden damit. Also in dem Fall, dann bis nachher. Zur Zwischenstand. Wieder Fuhre dran. Ja, Birke und Esche. Muss halt raus. Also die Esche sind zum Groß. Teil sind die tot. Da an der sieht man es auch ganz gut. Ja, und die Birke kommen halt raus, damit wieder ein bisschen Platz und Luft ist. Und damit einfach der Randwuchs hier an dem Acker jetzt so extrem ist und die Esche jetzt so in den Acker reinhängt und wachset. Genau. So, jetzt ziehen wir den mal noch zum Traktor. Sind jetzt mal dünnere Stämme. Schau mal schön. So. Sind wir wieder im Gemeindewald unterwegs. Jetzt die letzten drei Stämme noch zusammensammeln. Ja. Wie man sieht, halt auch wieder bloß Windwurf. Oder was heißt bloß? Windwurf einfach. Muss raus aus dem Wald. Jetzt gucken wir gerade mal, ob man da jetzt noch ein paar Mehl findet vom Käfer. Aber ja, hier sieht man es schon. Da ist er schon drin. Hier ist er auch drin. Jetzt Bohrmehl. Sieht man jetzt tatsächlich gar keins gerade. Aber ja. Hier ist auf jeden Fall im Holz. Wird wahrscheinlich schon brüten. Von dem her raus mit dem Zeug. Damit wir den Sommer nicht allzu viel Käferholz einschlagen und. Genau, weil im Sommer würde ich auch gerne eine Pause machen und was anderes tun außer Holzrücken. Ich mache das zwar nebenher, aber ich bin jetzt seit Januar, also Ende Dezember, Anfang Januar fahre ich jetzt mit der Maschine und bin seitdem eigentlich nur unterwegs. Also heißt Freitag, Mittag, Samstag immer komplett und dann unter der Woche meistens 1, 2, 3 Abende oder wenn ich auch mal frei habe, dann auch immer, wenn ich frei habe, die Tage. Also ich glaube jetzt, das Jahr wäre ich jetzt auf, bis jetzt glaube ich, 500 oder 600 Festmeter schon raus. Ich finde, das ist ganz okay mit der Seilmaschine. Das im Nebenerwerb ist schon okay. Zum Teil habe ich es ja auch noch selber gefällt und aufgeschafft. Genau, also sehen wir uns nachher wieder. Das gehört auch dazu. Wenn man so Sachen macht und zusammenfährt, jetzt haben wir da hinten einen Hackhaufen, der ist von der Gemeinde meines Wissens. Kann mich jetzt auch natürlich täuschen. ja, da kommt jetzt der Gipfel dazu, sonst muss der Hacker ja 20 Mal irgendwo einen Stamm durchlassen und das macht überhaupt keinen Sinn. Genau, und dann farbt man halt das Stammholz zum nächsten Polter und schmeißt es da dazu.
Genau, so geht's dahin. Ja, fast in die Falle lassen, das schaut schlecht. So, jetzt haben wir mal wieder einen Räteprägel. Jetzt gucken wir mal. Ja, ja. Man sollte meinen, also der hat jetzt 10 Meter. Und das ist jetzt, ja, kein Kompl- also, ja, es geht. 10 Meter, ja, was hat der am Mitte-Durchmesser? Gucken wir gerade mal. Ja, 10,55, das ist auch schon ein Brocken. Also der hat bestimmt, der hätte jetzt mal grob überschlagen sagen, 2 Festmeter. Ja, ja, sowas, oder? 55 auf 10 sind alle 2 Meter und Festmeter. Ja, ne, ja, also irgendwie sowas, 2 Festmeter. Müsste jetzt in der Kubiktabelle gucken, aber irgendwo sowas kommt hin. Ja, und steht relativ schräg, gell? Der steht jetzt halt natürlich auf der Bergstütz, gell? Also, da die Räder sind jetzt frei. Der steht mit dem Gewicht auf der Bergstütz. Ja, gut, der Weg ist relativ fest, also schon noch ein großer Vorteil. Aber der Karre steht schon auch und ziehe dort das locker. Also ich habe jetzt da, ich hätte jetzt den auch wahrscheinlich ohne viel Drehzahl rausbringen können. Ja, mal gucken, vielleicht berge ich das Stück dann irgendwann mal noch, wenn ich Zeit habe, mal was zum Schnitzen. Ja, gucken wir mal, irgendwas vielleicht oder eine Bank oder irgendwie sowas. Genau, also weiter geht's. So, jetzt sind wir bei dem letzten Baum angekommen für den Auftrag. Ja, das ist das Stück von dem abbrochenen der Hanne, von der Weißhanne. Ja, das lässt man halt als Totholz standen. Vielleicht geht der Specht rein. Na gut, da wäre noch mehr Totholz, aber ja, was hat der jetzt noch? Vielleicht 8 Meter gutes Holz. Ja, so, und 8 Meter machst du eigentlich nicht. Also 2 4 Meter Klötze oder ein 5er und der Rest ins Hack. Ja, das ist der Sprit schon fast nicht mehr wert. Ja, hier wollte ich euch mal noch zeigen. Und zwar, ich bin mit dem Waldarbeiter von der Stadt alles abgefahren. Und die haben mir überall die rote Pfeile hingemacht. Ja, wenn man jetzt so ganz vergesslich wäre wie ich, hätte man die auf Anhieb wieder finden. Ich habe jetzt, glaube ich, gerade eine Viertelstunde den scheiß Baum gesucht. Weil, ja, gut, die haben mir zwar Standort gesetzt, aber hier der Wald ist so groß und der ist so, also das ist schon fast schlimm, dass der so gut erschlossen ist, weil es halt da so viel Weg gibt, dass du manchmal gar nicht mehr weißt, wo bist du jetzt überhaupt. Aber da gibt es so tolle Apps, also Maps gehört da nicht dazu, weil ja, da sind die ganzen Wege einfach nicht drin. Zum Beispiel Komoot oder Komoot oder wie das heißt, das ist meiner Meinung nach sehr gut, weil jeder Wanderweg und Waldweg eingezeichnet ist. Du kannst die Route erstellen mit Highlight-Punkten, sprich mit den einzelnen Bäumen und allem drum und dran. Ist eigentlich zum Fahrradfahrer die App, aber du, für uns Waldarbeiter nutzt das auch. Okay, tun wir den noch rücken und dann sehen wir uns noch am Polter. So, und damit es halt nicht nur Gelaber von mir gibt, jetzt mal wenigstens kurz einen Beizug von dem Stamm hier. Ja. Geht ganz gut. Tun wir den jetzt auf den Polter schmeißen. Dann hat sich die Sache auch erledigt. Dann steuern wir den Traktor auf die nächste Baustelle. Und dann soll es das für heute auch gewesen sein. Gestern ja schon wieder 10 Stunden. Heute sind es, glaube ich, 6 oder 8. Irgendwie sowas. Genau, sehen wir uns nachher. Ciao mal. So, und damit war es das jetzt bei der Stadt oder der Gemeinde. Der Stamm gehört nicht dazu. Die anderen drei waren jetzt da noch. Genau, das andere hat der aus Ort ansässige Rücki-Unternehmen raus. Ja, genau. Die haben natürlich einen Kranschlepper und dort einen Teufel. Ja. Ich schätze jetzt mal, also 30 Festmeter waren es insgesamt sicher. Vielleicht waren es auch 40 oder noch mehr. Kann ich schlecht einschätzen, aber es war auf jeden Fall einiges. Man hat es ja
in dem letzten Vlog gesehen, zum Großteil, was sie raus haben. Jetzt gestern, weiß ich gar nicht, habe ich da ein Video vom Polter gemacht, glaube ich. Aber da hat man es vielleicht auch ein wenig gesehen. Gestern war es auch noch mal vorneweg 15 Festmeter, da hätte ich behauptet. Genau, jetzt setzen wir den Traktor noch auf die nächste Baustelle um. Da mache ich auch noch ein kurzes Video, da haben wir ja heute Morgen schon angefangen. Sieht man auch in der vorigen Ausschnitte schon ein wenig und dann erzähle ich da noch ein wenig was dafür. Und dann haben wir für heute genug geschwätzt und für die Woche auch genug geschafft. Und nächste Woche geht es dann auf der nächsten Baustelle weiter und dann kommt noch ein Hieb mit 20, 25 Festmeter Käferfichte. Ja, und dann ist mal, glaube hoffentlich mal ein wenig Pause angesagt, weil jetzt so langsam langt. Es könnte dann mal Sommerpause sein. Aber vielleicht, wer weiß, kommen dann auch schon die nächste Sache. Gucken wir, ihr werdet sehen. So, bekanntlich hoch die Hände, Wochenende. Jetzt ist fertig. Feierabend. Jetzt bin ich auch froh. Es reicht. Steht er da. Ich stelle ihn immer auf Bergstütze. Ein bisschen. Dann sind Reifen wenig frei. Und wer halt weiß, wie der Karre funktioniert, der bringt ihn auch heute Cloud. Das ist eh ein bisschen speziell, die Maschine. Aber nichtsdestotrotz, er macht seine Arbeit. Er bringt so gut wie alles aus dem Wald raus. Und wie gesagt, die Vorstellung kommt noch. Ja, jetzt nächste Woche eben, habe ich ja schon gesagt, was für Baustelle noch ansteht. Die Woche drauf denn, also sprich nach Pfingsten die Woche. Da wird dann Wartung gemacht. Ja, abschmieren muss ich zwingend mal wieder. Hinter ein Schmiernippel ist auch kaputt, da muss ich mal gucken. Oder beide sogar an der obere Rolle. Mal gucken, wie ich die gerichtet bringen, weil da sind natürlich auch die Quint am Arsch. Also, ja. Wird noch ein bisschen knifflig. Ja, und ansonsten gibt es noch einige Sachen. Ich will hinter noch ein paar Einbauten in der Kabine machen, dass das ein bisschen aufgeräumter wird, das Ganze, und ein bisschen funktionaler und so. Genau. Ja, und dann geht zum Beispiel auch der eine Lenkzylinder, das kann ich ja mal zeigen, geht zum Richter. Oder vielleicht auch beide, wobei der eine ist eigentlich gerichtet. Ja, jetzt tun wir mal den Trick. Naja, okay, lassen wir das. Ja, wie man sieht, hier alles schön ölfeucht. Ja, man sieht es jetzt nicht richtig, aber der Zylinder ist auf jeden Fall ziemlich undicht. Will ich hier um die Hydraulikschläuche, da ist nämlich auch schon irgendwas ein bisschen am Seuchen, aber das ist jetzt nicht so schlimm, das ist halt, ja mein Gott, ist halt wie es ist. Aber da will ich so, habe ich diese Schlauchschutz nah machen, dass das einfach ein wenig besser geschützt ist, wobei mich wundert eigentlich, dass es die noch nicht abgerissen hat. Naja, kommt irgendwann bestimmt mal noch. Jetzt zu der Baustelle hier nochmal. Dahinter sieht man die Gipfel liegen. Da wird dann der Kollege mit dem Rückiwagen kommen, weil das ist einfacher, die Zusammensammlung mit dem Rückiwagen, als die mit der Seilwinde daraus zu glauben. Ja, und dahinter ist der Polter. Ich sag jetzt mal dazu polnischer Polter, weil das machen sie in Slowenien, Polen ganz gern, wenn man so in YouTube sieht, mit dem Seilschlepper alles raus nachschmeißen und dann zusammensägen, oder in der Berg macht man es auch ganz gern. Und ja, ich mache das halt auch so, gerade, also eigentlich nur wenn es Brennholz ist, und schmeiße es nah lang und dann wird es halt auseinandergesägt, oder derjenige, wo es holt, kannst du mit dem Rückiwagen anheben und auseinandersägen. Und so ist das eigentlich alles relativ effektiv und zeitsparend. Genau. So, damit soll es das auch gewesen sein für diesen Vlog. Ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen. Die Resonanz zum letzten war ja sehr positiv. Und ja, das ist übrigens mein Auto. Kein typisches Forstauto, das kommt aber irgendwann mal noch. Ja, die Resonanz zum letzten Vlog war ja doch sehr positiv. Von dem her werde ich das auch weiterhin machen. Ich habe auch noch eine Actioncam. Ich muss mal gucken, wo ich die überall im Traktor festmachen kann, dass es auch mal ein bisschen weniger Gelaber und mehr zu sehen gibt. Ja, das ist noch ein bisschen in der Findungsphase, wie ich das machen will und werde. Genau, so ist mal der Plan. Also, wenn es euch wieder gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Abo oder gefällt mir und einen Kommentar da.
Verbesserungsvorschläge sind natürlich immer gerne willkommen. Und in dem Fall ein schönes Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche. Und passet auf euch auf. Ciao.